ja, wisst ihr, ich liebe einfach YouTube. Denn auf dieser Plattform gibt es wirklich jeden möglichen Scheiß. Und mit Scheiß meine ich nicht direkt Scheiß, okay? Aber wir schauen uns heute tatsächlich wieder Scheiß an. Denn ich bin auf diesen Channel hier gestoßen. Und zwar heißt der Familie Mensch. Und die haben wirklich eine schauspielerische Leistung, die Johnny Depp ähnelt. Die machen hauptsächlich Videos über irgendwelche cringen, ausgedachten Stories von Mobbern. Um dann am Ende zu zeigen, hey, 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 hört auf zu mobben. Gute Message eigentlich, aber das verschont sie leider nicht, dass wir uns das jetzt mal ansehen und darauf reagieren. Ich bin auf ein Video gestoßen und der Titel hat mich direkt abgeholt. Junge kauft harten Alk. / Dumme Idee. Oh, 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 der Titel hat mich jetzt schon abgeholt. Es beginnt alles an einem wunderschönen Samstagnachmittag an einem stinknormalen Späti. Guten Tag, junger Mann. Bitte Hallo. Schön. Zwei Bier und eine Schachtel, kippen wir da. Moment mal, das ist jetzt schon der Junge, der den harten Alk kaufen will? Ich dachte, das ist irgendein Random und es geht noch gar nicht los. Ich dachte, der geht jetzt dahin und holt sich so eine Packung Yu-Gi-Oh! Karten und eine Packung Kaugummis. Und stattdessen will er was? Zwei Bier und eine Schachtel kippen? Super, der Typ wird dir das bestimmt verkaufen. Du siehst mir ein bisschen jünger aus. Hast du deinen Ausweis zufällig da? Hab ich vergessen, aber ich bin schon 18. Boah, dann tut's mir leid, kann ich dir leider nichts verkaufen. Ja, du bist schon 18, ne? Und hast den Ausweis nur zu Hause vergessen. Ich glaube, du hast noch gar keinen Ausweis. Ich glaube, du bist noch nicht mal in dem Alter, wo man einen Ausweis beantragen kann. Wie, du bist 18? Der sieht so aus, als wäre er vor 2 Tagen frisch aus seiner Mama rausgekommen. Gugu Gaga, I'm a baby. Diese kleinen Fressbäckchen, die süßen, kulrigen Augen. Ich erkenne aus 100 Metern, dass du nicht älter als 14 bist. Muss er nicht irgendwie zu Hause sein, ein paar Hausaufgaben machen? Vor allem auch noch mit diesem Goofy Art T-Shirt. Das hat mein 6-jähriger Bruder damals zum Schlafen getragen. Boah, dann tut's mir leid, kann ich dir leider nichts verkaufen. Okay, macht nichts. Tschüss. Ciao. Okay, macht nichts. Innerlich komplett gebrochen. Ich wollte doch heute saufen mit den Jungs. Wo soll ich jetzt den Stoff herbekommen, Mann? Ich brauche doch eine Dröhnung für heute. Ich halte das alles nicht mehr aus mit dem Schulstress. Aber ich muss sagen, 30 Sekunden im Video und es läuft schon besser, als ich erwartet hätte. Ich dachte, der verkauft ihm jetzt den Alk. Und jetzt ist dieser Junge natürlich in einer absoluten Lebenskrise. Fuck, wie komme ich jetzt an Alk? Und es gibt da nur noch 2 Optionen. Entweder er stürmt mit einer AK-47 in den Laden und tötet... Okay. Sorry. Ja, das wird sicherlich nicht passieren. Deswegen die zweite Option ist, dass er fremde Leute fragt, ob sie für ihn den Alk kaufen. Wenn mich dieses kleine Kind ansprechen würde, ob ich ihm was kaufen kann, ich würde mich 3-mal umschauen und meinen Sherlock-Holmes-Modus einschalten, weil ich denke, dass die Polizei mir eine Falle stellen will und mich einbuchtet. Hallo, ich habe eine Frage und zwar, ich habe meinen Ausweis blöderweise vergessen und will mir kein Bier verkaufen können. Dieses Schauspiel so, Was hast du gefragt? Ich stehe hier ganz zufällig an der Ecke und esse hier nur meinen Döner. Damn, wie sie ihn abgecheckt hat. Sie versucht ihn zu risen. Ausweis blöderweise vergessen und will mir kein Bier verkaufen. Könnten Sie mir vielleicht was holen? Bestimmt nicht. Du siehst nicht mal aus wie 16. Ich mache mich da strafbar. Ja, passt. Das ist verboten. Kinder heutzutage, ey. Unmöglich. Boah, sie hat es ihm gezeigt. Die hat ihn in der Luft zerrissen. Guck mal, wie depressiv der direkt abgehauen ist. So, ja gut, komm, gut. Auf dich, frage ich den Nächsten. Okay, wow, das hat mich schon wieder überzeugt. Ich dachte, sie ist jetzt direkt die Erste, die ihm sagt, oh, was, du willst Alkohol? Ne, klar, komm mit, Alter. Ich hol dir 2 Flaschen Wodka und wir saufen uns heute richtig fett einen rein. Aber sie hat standgehalten. Dicken Respekt an sie. Ja, geil. Bitte zeig mir eine weitere Aufnahme, wie du reinbeißt. So, und nachdem unser Junge jetzt schon wieder eine Absage bekommen hat, was hilft jetzt? Richtig, jetzt holt er die verdammte AK-47 und stürmt den... Nein, macht er nicht. Er geht einfach zu der nächsten Person. Vielleicht hat er ja jetzt Glück. Ey, warte mal. Ja, wenn ich den Typen da schon ankommen sehe mit seiner 3/4 karierten Hose, dann weiß ich direkt, gut, das war's. Der Junge wird heute Alk bekommen. Das war's. Der wird 100% reinsch***en. Sein Schicksal ist besiegelt. Ey, warte mal. Du bist doch korrekt, oder? Ja, ist korrekt, Mann. Normal ist er korrekt. Er ist ein Bré. Er ist ein Habibi. Ja, ich habe heute meinen Ausweis vergessen und mich rasiert. Und jetzt will der Idiot mir kein Bier verkaufen. Du holst mir noch bestimmt was, ne? Ja, kann er machen. Der Idiot. Und da beginnen schon die ersten Zeichen eines Alkoholkranken. Jetzt fängt er schon an, die Leute zu beleidigen, weil sie ihm nichts verkaufen wollen. Der verdammte Idiot. Der Sohn da in dem Späti. Geh, komm, lass ein Späti ausrauben, komm. Naja, klar holt er ihm was. Er ist doch korrekt, Mann. Fast Moving Sports Project. Das Einzige, was fast movest, ist du bald in den Knast. Ja, kann er machen. 2 Bier. Sonst noch was, oder?
Eine Wodka wäre geil. Ja, mach ich. Danke, Mann. Yo, gut. Eine Wodka wäre geil. Was willst du noch? Kann ich dir noch irgendwas mitbringen? Vielleicht noch eine Vape, Bro? Vielleicht noch eine Nadel Heroin, Bro? Darf es vielleicht das auch noch sein für dich? Bist doch korrekt, oder? Du bist doch einer von uns. Bist doch nicht so ein Idiot. Er denkt, er hat den großen Jackpot. Heute mit seinen 14-jährigen Bres wird erstmal im Jugendclub irgendwo da gesoffen. Geil. Wie konnte der nicht sehen, dass der gerade mal 12 ist? Komm schon, Mann. Streng dein Gehirn an. Hey, Jimmy, mein Freund. Hi. Alles klar? Ja. Guten Tag. Bitte schön. Ich hätte gern ein Eis, zwei Bier und einen Wodka. Bier? Du trinkst doch gar keinen Alkohol. Na, hier für den Typen da hinten. Ne, dem verkaufe ich auf jeden Fall nichts. Tut mir leid. Billy, du Vollidiot, du hast verkackt, Mann. Guck mal, Billy ist, glaube ich, wirklich so dumm, wie er aussieht, Mann. Ey, der hat sich einfach verraten und bekommt deswegen jetzt sein Eis, was er sich selber holen wollte, nicht. Wow, Billy, 500 IQ. Aber ich find's gut, denn er hat immer noch nicht sein Bier bekommen. Wow. Also ich glaube, ich habe die Hoffnung in die Menschheit doch nicht verloren. Ich dachte, jetzt passiert es. Ich dachte, jetzt ist der Moment geschehen, wo er abkacken wird. Aber eine unsichtbare Hand hat ihn tatsächlich nochmal beschützt. Bleibt der Typ mit meinen Sachen, ey. Der ist schon Entzugserscheinungen. Der war jetzt einen Tag nüchtern und kommt schon gar nicht mehr klar. Der schläft schlecht, kriegt Aggression und das alles mit 13. Super. Hey, mein Freund. Ey, wo? Ja, keine Panik, okay. Alles gut. Ihr müsst die Szene nochmal neu machen. Der hat halben Lachfleisch bekommen. Ich habe gesehen, du hast gerade wieder den Typen geschickt für dich, um Alkohol zu kaufen. Ja. Ich habe dir doch schon gesagt, dass das nicht in Ordnung ist. Guck mal, das hat einen Grund, warum Alkoholkonsum ab 18 ist. Verstehst du, wie ich meine? Sag mal ganz ehrlich, wie alt bist du eigentlich? 14. 14. Ach so, ja gut. Ich dachte, er ist 12 oder 13. Aber wenn er 14 ist, dann ist die tägliche Flasche Wodka, ist okay. Mit 14 solltest du noch mit deinen Freunden spielen. Ja, der spielt ja mit seinen Freunden. Nur ist er dabei halt auf 5,4 Promille und gefährdet andere Leben dabei. Und kein Alkohol trinken. Das ist nicht gut. Okay. Und rauchen sowieso nicht. Guck mal, ich habe ein Raucherbein. Ich muss mein Leben lang damit leben. Es wird nie wieder gut. Alkohol und Tabakkonsum ist nicht das Wahre. Ich arbeite hier schon so lange. Ich habe so viele Menschen gesehen, die ihre Freunde, Familie, Verwandte, alles verloren haben im Leben. Nur durch diese scheiß Drogen. Okay. Du sollst lieber eine Schule besser aufpassen. Mach was aus deinem Leben. Bei ihm geht das Original hier rein und da wieder raus. Dieses okay, dieses klassische okay. Genau so habe ich früher meine Eltern immer angeschaut, als sie mir gesagt haben, so ja, du musst ab heute mehr in der Schule aufpassen und dein Leben auf die Reihe bekommen. Und ich so, okay. Und danach hat sich nichts geändert. Du sollst lieber eine Schule besser aufpassen. Mach was aus deinem Leben. Okay. Ja? Ja. So weit habe ich gar nicht gedacht. Ich wollte mich nur einmal erwachsen fühlen. Erwachsen wirst du noch früh genug. Nee, so weit hast du nicht gedacht. Ja gut, das liegt ja nicht auf der Hand, dass man vielleicht im Leben gar kein Alk den ganzen Tag trinken sollte und sich irgendwie anstrengen muss. Ach, so ist das. Man kann also nicht einfach sein Leben mit einem Wochenende reinschießen und seinen Körper vergiften. Ach so, jetzt hat's Klick gemacht. Ich dachte, dass das bis jetzt der Sinn des Lebens ist. Wow, okay, vielleicht hat das ja doch noch eine gute Wendung bekommen. So wie es aussieht, hat der Typ den kleinen Jungen zur Vernunft bekommen und er ist jetzt endlich auf einem geraden Weg. Ja, Mann, wir haben es geschafft. 5 Minuten später. Hast du das Geld dabei? Ja, habe ich. Du bist sicher, dass du es machen willst? Auf jeden Fall. Ach, ich hätte es doch ahnen können. Natürlich geht er zu einem Dealer. Ey, was ist das hier für ein Film? Die denken auch, die sind neue Mafia. Neue El Chapo da. Guck ihn da mal an, der neue El Chapo wurde geboren. Der neue Baron, der jetzt sogar das Gift an die Kinder verteilt. Was ein Gottloser. Du solltest nur auf Partys machen eigentlich, ne? Ey, was meint der Kioskbesitzer von abgegammeltem Bein? Das wird gar nicht so schlimm. Ihr tut alle nur so. Ihr seid alle einfach nur Pustis. Es gibt den scheiß Hermann. Wow. Dem sind auf einmal Eier gewachsen. Also vor 2 Minuten saß er noch neben dem Kioskbesitzer mit seinen gläsrigen, kullerigen Augen und hat fast geheult und hat so gesagt, ja, okay, ich verstehe. Ab heute werde ich mein Leben ändern. Und jetzt macht der mir hier auf Mann. Dem 14-Jährigen sind Eier gewachsen. Er ist Mann geworden. Hier, nimm das Geld. Ich hab dich gewarnt. Viel Spaß. Danke, Mann. Ich suche bis jetzt immer noch nach dem Sinn des Videos. Was will mir das Video sagen? Also ich sehe da bis jetzt kein Meisterwerk, sondern ja, irgendwas, was der Theateraufführung bei mir in der 4. Klasse ähnelt. Der Dealer denkt auch wirklich, er ist in einem Action-Movie, ne? So richtig seriös. Ich hab dich gewarnt, aber viel Spaß. Gut, und nachdem er die Ware bekommen hat, geht's jetzt richtig los, Mann.
Nee, oder? Dafür habe ich jetzt 10 Minuten gewartet oder was weiß ich, wie lange das schon ging? Für das? Ich dachte jetzt, der Bruder macht irgendwie richtig fette Party mit 1, 2, 3, 4, 100 Freunden, so richtig Abturner. Und dann kommt das? Was ist das denn? Der chillt einfach auf der Parkbank, wahrscheinlich auf der Gegenüberseite von dem Kiosk und macht sich jetzt da alleine Musik an und trinkt das. Also nochmal ein kleiner Disclaimer an YouTube hier an der Stelle, okay? Das Video ist nur geschauspielert, das sollte ja jedem bewusst sein. Und in der Flasche ist auch nur Wasser, okay? Weil das ist ja ein kleiner Junge. Hier hat niemand eine gefährliche Handlung vollzogen. Nicht, dass sie mir jetzt noch das Video sperren. Die Stimmen werden immer lauter. Die Schmerzen werden immer stärker. Ich halte das alles nicht mehr aus. Was passiert hier gerade? Nein, das können die doch nicht ernst meinen. Das ist doch jetzt nicht der ihr Ernst, oder? Was ist die Message von dem Video? Danach suche ich immer noch. Um was geht es? Was soll mir das jetzt bringen? Was wollen die damit sagen? Finger weg vom Alk. Endet sehr uncool. Perfekt doch, ne? Dass man diese Info bekommt und im Hintergrund hat irgendein Kind den Spaß seines Lebens. Das war's jetzt? Einfach nur so ein verpixeltes Bild und dann der Abspann? Das war's jetzt? Das war's? Also, das ist die Message des Videos. Alles klar. Danke, dass ihr mir vorher 5 Minuten gezeigt habt, wie irgendein 14-jähriger Junge sich Alk kauft, nur dass ich am Ende diese kurze Message bekomme. Erwachsen wirst du früh genug, hat der Kioskbesitzer gesagt. Nein, er ist an einer schweren Alkoholvergiftung gestorben. Jo, wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich, alles klar. Falls euch das Video trotzdem gefallen hat, lasst uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Kommentiert das Video, ob ihr ähnliche Erfahrungen mit Drogen habt, mit Alkohol, Zigaretten. Also liegt das an mir oder ist das ultra unsynchron? Das passt doch gar nicht übereinander. Oder noch jeden Fall möchte ich euch sagen, lasst die Finger von dem Zeug. Bleibt stark und wenn ihr Freunde habt, die kusern wollen und was trinken gehen wollen, sagt immer nein, nein zu Alkohol und auf jeden Fall, ja, falls ihr unseren Kanal nicht abonniert habt, lasst doch bitte schon ein Abo da. Das stimmt aber immerhin, okay? Die eigentliche Message ist richtig. Lasst ja den Finger davon, alright? Geil, Mann. Ich brauche einmal bitte einen dicken Applaus. Ja. Also das Video hat mir wirklich meine letzten 2 Gehirnzellen geraubt. Falls ihr Bock habt auf mehr Videos von Familie Mensch, die ähnlich sind wie diese hier, und da sind wirklich noch ein paar Schätze dabei, dann zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben und einem coolen Kommentar. Ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Peace out.